kleine Showanlage muss jetzt sein. So, Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar gibt es heute was ganz Besonderes. Ihr seht schon im Hintergrund, Adrian Guggemoos ist hier am Start, beziehungsweise ich bin bei ihm heute und wir haben hier heute zwei spezielle Motorräder. Es geht heute ums Trailfahren. Ich fahre zum zweiten Mal Trail. Ich bin schon einmal kurz Trail gefahren. In Österreich war das, aber das war mehr so Enduro, würde ich fast sagen. Da hatten wir so Elektro-Trails. Von daher geht's heute mal richtig los mit dem Adrian. Adrian ist ja Profi und ich würde sagen, er stellt sich mal kurz vor. Du bist ja Red Bull Rider quasi. Also wie läuft das? Du machst das professionell quasi. Ja, genau. Also hauptsächlich Showauftritte und sonst auch ein bisschen Social Media. Möchte jetzt auch ein bisschen aktiver werden da. Perfekt, dich auch schon in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da könnt ihr mal auschecken, was er so treibt. Blende euch auch mal kurz einen kleinen Clip ein, was denn der Adrian also drauf hat. Mega krasse Aktionen. Ich würde sagen, ich wage mich heute mal ran und habe mir überlegt, wir machen mal heute mal so kleine Challenges. Adrian gibt mir einfach mal ein paar Sachen vor, was ich machen soll, beziehungsweise was ich denn machen könnte, und ich versuche dann irgendwie nachzumachen. Und würde auch sagen, wir stellen mal kurz die Bikes vor, weil ich finde es mega interessant. Das ist ja wirklich mal komplett was Neues. Kann man eigentlich wirklich überhaupt nicht vergleichen mit einer Enduro oder mit einer Motocross. Das sind wirklich nochmal komplett andere Bikes. Kann man auch nicht vergleichen mit einem Pitbike, auch wenn sie ein bisschen kleiner sind. Von daher legen wir einfach mal los. Adrian, willst du kurz erklären? Also wir haben hier spanisches Fabrikat, Gas, 300 Kubik Zweitakt. Zweitakt, ganz wichtig. Ich habe vorhin schon gefragt, weil, Jungs, schaut mal her. Das, ich habe nur auf den Krümmer kurz geschaut und dachte mir, ja, okay, das muss ja ein Viertakter sein. Nee. Aber du meintest? Genau, die dicke Krümmerbirne generiert eigentlich immer nur Top-End-Power und beim Trail brauchen wir eigentlich nur das Drehmoment und unten raus die Leistung. Deswegen, das sind 300 Kubik Zweitakt und wir haben, keine Ahnung, 20, 22 PS, was natürlich relativ wenig ist. Motocrosser hat dann wahrscheinlich um die 50, 60 PS. Aber braucht man ja eigentlich gar nicht, ne? Du bist ja hier, springst hier an so kleinen, genau, Ecken hoch und so, von daher. Das ist beim Trail. Deswegen haben wir auch hier, wie man sieht, keine Sitzbank, man fährt alles im Stehen. Viele fragen, ob man ein Schaltgetriebe hat. Das ist ganz normal, Sechsgang mit Kupplung. Genau, weil ich dachte eigentlich, dass es einfacher wäre, wenn du so ein Automatikding hättest. Aber du musst ja richtig schalten. Also man braucht die Kupplung, dass man präzise Gasstöße halt eben abliefern kann und so über Hindernisse kommt. Das sehen wir aber nachher. Okay. Reifen, sehr, 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 sehr weich. Wir Reifen sind extrem von weich. 0,4. Boah, krass. Genau, also wenn es sogar nass ist, kann man sogar bis auf 0,3 runtergehen, damit sich halt eben der Reifen an den Untergrund anpasst und man immer Grip hat. Okay. Gewicht um die 70 Kilo. Das ist eigentlich auch fast gar nichts. Ist eigentlich geht sehr leicht, aber wirst du schon merken. Ich bin gespannt. So leicht ist dann auch nicht. Was haben wir hier für Bremsen? Ich habe schon gesehen, ihr habt ziemlich krasse Bremsen eigentlich am Start. Das sind auch so Brake-Tech-Bremsen. Was ist das? Brake-Tech? Genau, ist alles Standard an dem Motorrad. Ja. Bei meinem habe ich ein bisschen andere Bremsbelege, ein bisschen aggressivere. Tendenziell sind es große Fahrradbremsen, aber das reicht. Okay. Viele sagen immer, warum hast du deinen Lenker so weit vorne? Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man auf dem Hinterrad ist und den Lenker weiter vorne hat, ist dein Körpergewicht einfach zentraler. Du hängst ja, stimmt. Macht ja auch ziemlich viel aus, dein Körpergewicht, wie du dich verlagerst. Genau. So Leute, erste Challenge haben wir jetzt gefunden. Wir haben uns mal den kleinsten Step-Up, nennen wir Step-Up? Stufe. Okay, die kleinste Stufe rausgesucht, genau, von denen da. Und das ist mein erster Gegner. Ich würde sagen, wie hoch ist das ungefähr? 40, 50 Zentimeter. Also, für mich gerade schon einiges. Halber Meter. Halber Meter. So, ich bin mal gespannt, wie ich mich schlag. Mach jetzt mal ein paar Testläufe und schalt wieder auf die GoPro. Um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, Adrian, alles was ich schaffe, fährt er mit einer Hand. Wow! Das ist so krank! Was zur Hölle?
nächste Challenge, Wheelie fahren. Adrian meinte schon, es ist gar nicht so einfach mit der Teilmaschine im Stehen Wheelie zu fahren. Also, los geht's. Ich würde sagen, das lassen wir da noch mal so zählen. Also ich glaube, wenn ich noch ein bisschen üben würde. Es wird auf jeden Fall schnell besser. Ja, aber ich glaube, es schaut noch so ein bisschen unsicher und hibbelig aus, das weiß ich gerade. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten Challenge. Ach genau, du musst doch einmal freihändig. Freihändig. Einarmig Wheelie fahren. Auf geht's zur nächsten Challenge. Stoppie. Nicht zu steil, sondern erstmal lieber flacher und dafür rollen. Okay. Dass du quasi dosierst, weißt du, nicht voll reinlassen, ja, ja. Sondern schön ein ja, Stück ja. Rollst. Das kannst du hier. Ich hab das eigentlich nur aus Spaß gesagt. Ich dachte mir schon, das geht doch eigentlich gar nicht. Ey, geiler Typ, ey, ganz ehrlich. Geil. Wow. So, ich würde sagen, das war die Stoppie Challenge. Also ging es dann doch schneller als gedacht, hab's dann doch geschafft irgendwie. Sehr gut sogar. Schön gleichmäßig. Und ich würde sagen, hast du noch eine Idee für einen letzten? Vielleicht nochmal ein höheres Hindernis? Ja, stimmt. Als letztes einen richtig hohen. Ich war schon mal vor, ich kann's aufs Maul legen jetzt. Das ist kacke. Das wäre aber auch eine ordentliche Nummer, ey. Ja. Stell dich mal daneben für die Größe. Für mein erstes Mal Trail fahren wäre schon fast ein bisschen zu heftig. Ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen. Hast du ein bisschen Angst oder Angst bekommen? Ich habe Angst bekommen gerade, als ich den gesehen habe. Der ist doch größer, als er von Weitem ausgesehen hat. Also das wäre, boah, das ist schon... Das, aber die sieht auch geil aus. Ja, die schaut auch hoch aus, glaube ich, sogar im Video. Also das hat mir gerade bei dir sogar schon schwer ausgeschaut. Also ich hätte es gemacht, ich hätte es safe gemacht. Ja. Adrian meinte gerade, es ist zu rutschig. Na, das ist. Heute ist es nichts. Okay, wir suchen was anderes. Gut, wir gehen auf die Suche. Ja gut, bei dir schaut es jetzt wieder einfach aus. Aber dafür, dass das erste Mal gehört war? War gar nicht schlecht. Zu schwer.
zu rutschig. Trainer hat gesagt, wir bringen zu viel Dreck drauf heute. Dreht einfach nur durch. Dreht nur noch durch. Aber ich habe es zweimal oder dreimal ganz, ganz okay gemacht. Das letzte Mal war wirklich super. Bist ja bis hoch gekommen und dann oben über das Loch geht halt irgendwas einfach durchdrehen. Also jetzt hast du ja gemerkt, wir haben bei jedem Hindernis der erste Versuch, da ist am meisten Grip und danach wird es immer rutschiger und einfach immer mehr Dreck mit hochbringen. Ja. So, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall schon wieder mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch überhaupt eigentlich Trail fährt. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ist ja schon, wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, ist ja eigentlich schon eine Randgruppensportart. Auf jeden Fall, ja. In der Randgruppensportart. Also zwei in einem. Und von daher könnt ihr mal drunter schreiben, wer ist schon mal Trail gefahren. Wie schätzt ihr gerade so das ein, was wir gerade getrieben haben? Was haltet ihr von Adrian? Ist auf jeden Fall eine coole Sau. Link habe ich unten in der Videobeschreibung. Den Link habe ich unten in der Videobeschreibung gesetzt. Ey, wenn man so gefahren ist, muss man sich immer so konzentrieren. Und man labert erstmal so voll im Müll. Genau, ich würde sagen, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Peace.